Herzlich willkommen bei den Lebensabenteurern. Heute geht es darum, wie isoliere ich den Containerfußboden? Ich bin auch da. Heiko ist im Hintergrund hinter der Kamera, ich bin der Franz. Und ja, wir haben hier schon mal angefangen. Ihr seht es schon, wir haben hier dicke Styroporplatten in unseren Boden reingelegt. Das heißt, in den Boden bedeutet, normalerweise sind hier 3 cm dicke Siebdruckplatten drauf, die ja den Containerfußboden eigentlich ausmachen würden, wo dann natürlich genug Gewicht drauf stehen kann, wenn man jetzt wenn er wirklich als Transporthülle quasi genutzt wird, was ja normalerweise der Job eines Containers ist. Diesen Boden haben wir schon rausgemacht aus 2 Gründen. Zum einen sind die in der Regel ziemlich arg mit Pestiziden, Fungiziden und so weiter verseucht, weil man will ja nicht, dass wenn da Waren oder Lebensmittel transportiert. Lebensmittel, viele Gifte nach Ja, viele Möglichkeit. Gifte. Man sollte immer so viele Gifte wie möglich auf unsere Aber Lebensmittel das ist geben. tatsächlich krass, weil uns wurde abgeraten davon, einen Container zu verwenden, der in seinem früheren Leben tatsächlich ein Lebensmitteltransporter war, weil da sind ohne Witz die meisten Gifte drin, weil das eben die strengsten Auflagen gibt. Da darf am wenigsten an Bakterien oder Pilzen drin sein, deswegen werden die am meisten verseucht. Und dieses ganze Gift möchte man natürlich eigentlich, wenn man das jetzt als Wohncontainer verwendet, ungern in seinem Fußboden haben. Deswegen haben wir das einmal also alles rausgerissen. Und es hat den zweiten Vorteil, dass eben unter diesen Siebdruckplatten diese Stahlträger sind. Die sind 13 cm hoch. Und diesen Raum, den man sonst komplett ungenutzt lassen kann, kann man jetzt eben nutzen, um ihn zu isolieren. Wir haben dort von der Firma Steinodur, das ist so XPS-Platten bekommen. Die sind zum einen relativ leicht und haben zum anderen einen sehr hohen Dämmwert. Und die verlegen wir jetzt einmal über den ganzen Containerboden. Das ist eine ziemlich fricklige Arbeit, weil man die natürlich einpassen muss. Das sind so C-Träger, das heißt, die gehen so rum. Da muss man unten wieder ausschneiden, dass die Styroporplatten wirklich genau reinpassen oder Styrodurplatten. Und damit das dann keine Luftkammern gibt, also wo dann wiederum Kältebrücken entstehen können oder wo sich zum Beispiel auch Feuchtigkeit ansammeln könnte und dann ja, Schimmel oder was weiß ich was entsteht, sprühen wir die Hohlräume, die dabei entstehen, noch mit Bauschaum aus. Das ist jetzt so ein schalldämmender Bauschaum von Otto Chemie heißt die Firma. Otto Pur. OP 930. Ziemlich krasses Zeug. Ihr seht es vielleicht an meiner Hand. Ich habe sie schon sauber gemacht. Das ist der extrem saubere Zustand nach gestern. Sie war komplett schwarz. Also wenn man das Zeug irgendwo bekommt, es klebt einfach wie Sau. Soll es ja auch. Ist ein Klebe- und Füllschaum. Es ist halt ein hartes Zeug. Ist ein hartes Zeug, ja. Dehnt sich unheimlich stark nach. Also jetzt war für uns erstmal ungewohnt, weil wir haben vorher mit anderen Schäumen schon gearbeitet, die wirklich eher zum Kleben und zum Isolieren gedacht sind. Wenn man ihn einmal reingesprüht hat, dann, ich glaube, für die nächste halbe Stunde, Stunde ungefähr, ne, Ja, wächst er circa. noch langsam immer größer und quillt dann hier überall raus. Das muss man dann wieder abschneiden und dann kann man dann die Wie ein nächste. kleiner Atompilz. Wie so ein kleiner Atompilz, genau. Und macht so ganz lustige Formen hier. Ich weiß nicht, ob wir das einblenden können, ob es da noch Bilder von gibt. Heiko hat früher als Jugendlicher mal ein Kostüm für weiß nicht, für die Love Parade oder so Das war daraus für die gemacht. Love Parade. Da haben wir 11 von diesen nicht schallisolierenden Bauschäumen verwendet, um ganz große Dornenkostüme herzustellen. Ich weiß nicht, ob es davon noch Dokumentationen gibt. Das weiß ich auch nicht. Ich Genau. hoffe mal nicht. Witzig wäre es. Der Vorteil, was wir jetzt schon gemerkt haben, also wir hatten vorher ja nur Decke und Wände isoliert. Man sieht es auch oben noch, da ist ein Teil noch frei, da ist jetzt alles voller Eis, da sind richtige Eiskristalle dran. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Und wir haben jetzt hier, weil wir machen das ganze Projekt ja, damit es leichter und angenehmer und lockerer wird im Norden von Schweden im Winter bei aktuell minus, wir waren 23 Grad, glaube ich, gerade. Ja. Und haben es jetzt, also wo wir den Boden noch nicht drin hatten, und wir haben ja jetzt erstmal nur einen kleinen Teil, da haben wir es mit der Heizung reingestellt, die Nacht über, also nach der Nacht dann auf
plus ein oder plus zwei Grad geschafft. Ja, genau. Und mit dem Teil, also mit dem kleinen Teil, wo wir den Boden isoliert haben, haben wir es jetzt schon auf plus 9 Grad geschafft. Also man merkt, jeder Zentimeter, den man isoliert, macht also an der Bodenfläche aus. 9 Grad jetzt. Ja. Oben haben wir 15, also an der Decke oben. Also man merkt schon, wir schaffen jetzt deutlich mehr. Ja. Und müssen aber auch, weil... Aber wir gucken mal auf die andere Seite. Ich weiß nicht, wie gut dann die Kamera das noch aufnimmt, weil halt Beleuchtungen im schwarzen Raum schwierig ist. Aber ihr seht, was noch alles offen ist und wie es dabei aussieht. Mhm. Also das ist schon heftig. Aber naja. Ja, aber wir dürfen uns ranhalten, weil angekündigt sind jetzt, obwohl wir noch November haben, wo eigentlich auch hier in Schweden noch gar nicht richtig die harte Winterzeit ist. Eigentlich wäre jetzt so matschegrau und 0 Grad Wetter. Mhm. Jetzt haben wir schon tagsüber minus 8 bis minus 15 und nachts teilweise wirklich, wie gesagt, jetzt letzte Nacht schon über minus 20 oder unter minus 20 Grad. Es ist noch morgen, jetzt wird es langsam, glaube ich, wieder ein bisschen wärmer. Also man merkt, es kommt jetzt ein bisschen die Sonne rein. Also man kann das mal zeigen. Also hier spitzt jetzt gerade die Sonne rein, was ganz schön ist. Und es bleibt natürlich auch nicht so dunkel herin. Also wir haben jetzt wirklich 10.000 Watt haben wir an. Aber wenn du halt deinen Container, ich zeige das jetzt nochmal von der anderen Seite. Wenn du deinen Container komplett oben in schwarz verkleidest, das frisst einfach Licht. Das kann man sich so auf diese Art kaum vorstellen. Und wir haben bis dato jetzt erst das alles verlegen können. Mhm. Aber es ist ein ziemliches Gefriemel. Ich glaube, wir gehen jetzt einmal vor und schauen uns mal die Schneidemaschine an, dass wir eben auch zeigen können, also wie wird jetzt ein so ein Objekt bearbeitet. Ah, du stehst ja auf wie ein junger Gott. Ja, wenn man den ganzen Tag auf den Knien hockt, dann ist die Bewegung irgendwann ein bisschen eingeschränkt. Also muss man hier immer balancieren. Das ist gar nicht so leicht. Das ist total super. Vor allem, weil ich filme und gehen sollte. Falls ich dich verliere, ich kann nichts dafür. Das ist unser Wunderbaby hier. Dieses Gerät. Es ist von Hotwire Systems. Ein Dämmmaterial-Schneidegerät. Funktioniert ganz einfach. Hier ist ein dünner Draht, der wird über Strom erhitzt. Der fängt dann zum Glühen an und dann frisst er sich einfach durch das Styropor oder Styrodür durch. Das Geniale ist, wenn man versucht, das Zeug, das ist jetzt zwar klein, aber wenn man das versucht, wirklich mit dem Messer zu schneiden, ihr seht selbst hier schon, wie schwerfällig das geht. Und wenn man jetzt hier noch irgendwas ausschneiden will oder solche dicken Matten, wie das da hinten schneiden will, das ist einfach die Hölle. Es dauert ewig, es ist super anstrengend. Und man hat lauter kleine Styroporkrümel überall rumfliegen, die sich dann aufgrund der Statik überall anhaften. Man sieht aus wie so ein Schneemann. Mm. Super nervig. In den Haaren und überall. Ja, da kriegst du nie wieder weg. Bei dem Gerät ist es so, haben wir es an? Ja, genau. Das geht einfach perfekt schnell. Also man schaltet es an, dann wird der Draht heiß. Ihr seht schon, es fängt zum Rauchen an und fertig. Also ungefähr eine Sekunde, um jetzt den oder zwei Sekunden vielleicht, um so einen großen Klotz komplett durchzuschneiden. Und wenn man ja so viel anpassen muss, einfach notwendig. Also anders mit dem Messer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir wären immer noch beim ersten Teil, wenn wir das mit dem Messer machen müssten. So lustig, dass immer noch die Nebelschwaden vorbeiziehen. Von diesen chemischen Nachteil, Dämpfen. Nachteil, genau, vor allem jetzt, wenn man das im Winter macht, wie wir gerade, und man schlecht oder gar nicht lüften kann. Irgendwann steht hier so eine Dunstwolke drin, ein bisschen wie in diesen alten Bars, wo die Leute beim Pokern spielen sitzen. Und halt alles giftige Dämpfe von dem Material ist jetzt nicht so gut eigentlich. Also empfehlenswert wäre, das bei offenem Fenster oder, wie sie immer sagen, gut belüfteten Räumen zu machen. Ja, gut belüftete Räume, die haben wir hier halt einmal nicht. Gut belüftete Räume bedeutet auch Raum bei minus 15 Grad. Das ist einfach schlecht. Jetzt zeig noch mal ganz kurz die Deckenabhänger. Die haben wir ja da an der Seite. Ja. Also einmal haben wir ja unsere... Wir haben zwei verschiedene Techniken im Prinzip. Wir haben einmal die Deckenabhänger hier auf das Silomer draufgeschraubt. Also dass quasi nur die Schweißbolzen, die wir vorher anmontiert haben, ganz bis nach hinten durchgehen und der Rest ist eigentlich schon isoliert. Und wir haben hier, weil es nicht anders möglich war, die Aufhänger quasi an der Außenseite von den Trapezen angebracht, also dass sie direkt auf das Stahl drücken und dann die Isolationsschicht davor gemacht.
Aber da, um das noch zu ergänzen, da war es ja so, dass wir in die Trapezia ja das 4 cm dicke Styropor eingekleidet hatten. Genau, also die sind und eingepackt in Styropor quasi. Und deswegen ist es jetzt hier an der Stelle auch nicht wirklich das Problem, mhm, weil du hast also dieses Styropor drüber, eben über den, und das haben wir dann ausgeschäumt nochmal und dann kommt eben diese Platte oben drüber. Das ist sehr gut. Hier werden wir auch noch dazwischen schäumen, immer wenn so kleine Flächen sind, dann nochmal kommen. Wir haben ja einmal diese Dornen hier an dieser Stelle, also dass unsere Isolation bei der Fahrt nicht rutschen kann. Und die einzigsten, also diese Bolzen, die Schweißbolzen, das ist ja auch noch das, was wirklich einmal ja von der Containerhaut, also von der Stahlhaut nach innen hineinragt und was immer noch frieren kann. Und wir haben ja so einzelne Punkte, die dir ja mal zeigen kannst. Genau, hier ist zum Beispiel jetzt so ein Winkel, der ist an die Außenwand geschweißt und der hält das Fenster weg fest, weil wir mussten das ja festschrauben, sonst fällt es ja irgendwie raus. Und da sieht man jetzt dadurch, dass es Kontakt nach außen hat, ist hier wirklich... Das ist, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen ja, kann. Ja, das ist alles voller... Das ist alles Eis. Also es ist wirklich komplett vereist hier drin. Ja. Ein bisschen wie im Kühlschrank, wenn man wie wir unten bei der Gefriertruhe die Einstellungen falsch macht und es dann sich das ganze Eis ringsrum ansammelt. So ja, genau. So sollte man den Kühlschrank wahrscheinlich nicht einstellen. Also man merkt, man muss auf jedwede Kleinigkeit eingehen. Ja. Absolut. Und wenn man das nicht macht, hat man ein Riesenproblem. Mhm. Aber ihr habt es gerade gehört oder ihr habt es nicht gehört, es ist ein 30-Tonner an unserem Haus vorbeigefahren, unsere Nachbarin, und man hört es kaum mehr. Man hört es kaum mehr, ja, das ist echt super schön. Und wir haben noch keine Schallschutzglaswolle und keine Schallschutzplatten. Also, genau, keine Schwerlastfolie. Und keine Schwerlastfolie drauf. Und auch keine Silomär, also eben eine Entkopplungsgeschichte aufgebaut. Ja. Warum wir eigentlich jetzt diese Entkoppler hier draufgebaut haben, das hat ja auch einen Grund. Ne? Und dieser Grund ist, den lassen wir uns mal vom Fachmann selber erklären. Du meinst, dass wir unsere Trockenbauwände, also die müssen ja verankert werden, wir müssen ja da kommen Rigipswände drauf und die müssen ja festgeschraubt werden. Und das Problem ist, wenn man sie komplett, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel das festgeschweißt hätten an der Außenwand, dann würde es wirklich alles, also Schall wie auch Temperatur, bis hin zu den Trockenbauwänden durchleiten. Das kann man relativ gut anhand dieses Drahtes erklären. Mhm. Das machen wir auch gleich mal. Jetzt muss ich nur einmal hier, ihr seht ja, wir stehen da auf diesen Sachen und ich natürlich auch. Und ich muss da beim Filmen immer drüber balancieren. Und ich muss mir jetzt erstmal einen Stand suchen, sonst geht das nämlich alles gar nicht. Mhm. Ja. Ihr seht ja jetzt nochmal hier diesen Draht an dem Geflecht. Und wenn man den jetzt in Schwingung bringt, also wir schauen mal einmal, wenn man den in Schwingung bringt, dann hat der vorne hier diesen Kontaktpunkt und eben auch näht hier hinten an dieser Stelle. Und nur wenn ich das entkoppel, also durch so einen Entkoppler, dass der schwingungsgelagert ist, dann kann die Außenschwingung nicht zur Innenschwingung hineinreichen. Also ich brauche immer Masse, dann eine Feder. Die Feder wäre das hier. Und dann brauche ich wieder ein hartes Objekt, also wieder eine Masse, was dann unsere Rigipswand bzw. unsere Habitoplatte ist. Genau. Ja. Und was hat denn Styropor oder Styrodur, was da drüben ja liegt, für einen tollen Schallschutzwert? Ich glaube, sehr gering. Ne? Ja, nahezu gar nichts. Ja. Und warum haben wir aber trotzdem uns für Styrodur entschieden, also diese 13 cm, weil es einfach fucking leicht ist. Ja. Und was wir auch festgestellt haben, wo wir die Styropor-Trapeze eingebaut haben, auch wenn das Styropor selber keinen Schallschutzwert hat an sich, wenn man es mit dem Stahl in Verbindung bringt, also ihr könnt das hier nochmal sehen, wenn ich das jetzt hier schwinge, also Stahl schwingt unheimlich gut. Wo wir noch gar keine Isolierung drin hatten, war dieser ganze Container ein bisschen wie ein Gitarrenkörper. Wenn ich zum Beispiel draußen geflext habe und Shania war hier drin, hat sie die Flex hier drin lauter gehört als ich draußen, obwohl ich direkt daneben war. Also das überträgt und ist ein kompletter Resonanzkörper. Und dieses Styropor, was wir reingeklebt haben, funktioniert ein bisschen so, als wenn ihr beim Gitarrespielen die Hand auf den Körper draufpresst oder wenn ihr gegen die Seite kommt. Also wenn ich das jetzt hier gegenhalte, merkt ihr schon,
Das blockiert die, die Schwingung. Ja, ne? Den Ton. Den Ton. Also dadurch, dass dann, also auch wenn das Styropor jetzt selber keinen Schallschutzwert hat, dadurch, dass es das Metall vom Schwingen abhält, weil es quasi gegendrückt, verringert es trotzdem auch schon die, die Schallübertragung. Die HWS Easy. Das ist jetzt erstmal egal. Jede Heißdraht-Schnittanlage würde an sich passen. Was allerdings wirklich wichtig ist, wenn ihr euch für sowas entscheidet, und das ist ein richtiges Gefrickel, also ihr braucht da Stunden. Nee, das war falsch ausgedrückt. Ihr braucht da Wochen. Nee, das ist falsch ausgedrückt. Ihr braucht mindestens einen Monat, bis ihr das Zeug drinnen habt. Also allein diese schwarze Isolierung, also das Amazell AF, was wir jetzt reingetan haben mit 1,9 cm Dicke, das war jetzt schon gut 2-3 Wochen, würde ich sagen. Ja, 2,5 Wochen, glaube ich. 2,5 Wochen. Und dadurch haben wir jetzt im Endeffekt den Winter ausgesperrt. Aber wenn man jetzt diese Platten verarbeiten möchte, dann ist es natürlich erstmal wichtig, dass ihr diese Hohlräume, die jetzt in diesen Systemen sind, wir können ja da mal unten runter gucken, mit dem Rücken sich mal bücken. Jetzt hat man ja hier unten immer einen Hohlraum, der muss ausgespritzt werden mit Bauschaum. Wir haben hier innen drin, da verschwinden meine Finger, da muss man dann im Endeffekt das Styropor, ja, war da was? Ja, hier haben wir was. Das muss man dann hier nach innen reinschieben. Ja, so, und jetzt muss man natürlich eine Form schneiden, nicht nur kerzengerade, sondern eben auch, dass man sie dann seitlich abtrennen kann, also so runterwärts. Und dann, du musst halt tausend Sachen austrennen, dass du das da reinfriemeln kannst. Wir selber haben uns auch dafür entschieden, eben immer wieder in gewissen Abständen Metallteile nochmal auszuflexen. Die malen wir dann vorher nochmal mit Farbe an und befreien die vom Rost, also dass es nicht nach oben hindurch dringen kann. Aber uns, man muss ganz ehrlich sagen, uns hat ja der Winter ein bisschen überrollt. Mhm. Also wir waren ja ungefähr halb so weit, wie wir eigentlich dachten, wo wir sein wollten. Und also es dauert deutlich länger. Also glaubt diesem ganzen YouTube-Fuck nicht. Es dauert immer länger, als ihr denkt. Das, ja, im Prinzip kannst du sagen, kalkuliere die Zeit sehr, sehr großzügig. Und wenn du und meinst, du hast jetzt wirklich alles bedacht, dann verdoppelst. Dann verdoppelst genau. Eigentlich. Wenn du genau arbeiten willst. Du kannst es natürlich hinrotzen wie ein Idiot. Das geht. Aber dann hast du halt auch keinen Spaß danach daran. Und es muss genau eingepasst werden und alle Hohlräume ausgespritzt werden. Aus diesem Grund, um Gottes Willen. Ja, man merkt, 2 Jahre machen was mit einem. Habt ihr hier an der Seite, habt ihr noch so eine prozentuale Angabe, wo ihr Winkel schneiden könnt? Ne? Wenn ihr hier jetzt öffnet, an beiden Seiten, wir machen das einmal, dann könnt ihr jetzt diesen Winkel verschieben. So, und jetzt könnt ihr dann auch eben nochmal winklig genau auf den Winkel, was ihr es eben einstellt, das ganz leicht cutten. Und das ist einfach perfekt. Also wenn ihr darauf achtet, so eine Maschine zu besorgen. Und was sehr, sehr geil ist, das ist ein Lineal. Dass ihr sagt, ihr könnt es einfach an diesem Lineal anlegen. Die Platte sagt, ich brauche es auf 60. Ihr stellt dann euch hinten. So, wir tun das mal auf die Seite. So. Ja, nicht weiter nach hinten, ist egal. Ihr stellt euch jetzt da einen festen Stopsler an. Ne? So. Das ist jetzt euer Anschlag. Und dann wisst ihr immer, so, hier drauf und dann bin ich immer exakt beim gleichen Baustück. Also ich habe es dann immer genau gleich. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr den Arbeitsprozess einfach deutlich erhöhen. Was ich an dem HWS Easy auch noch cool finde, ihr könnt einmal hier anschalten. Dann brennt es dauerhaft durch und es brennt dann auch dauerhaft durch, wenn ihr es nicht wieder ausschaltet. Was aber hier an dem Gerät besonders gut ist, und darauf würde ich auch achten, wenn ich mir eins besorge, und spart da nicht an diesen paar hundert Euro, weil das Monat oder die 1,5 Monate, wo ihr dann schneller seid,
Da könnt ihr definitiv einmal in einer Bar arbeiten, dann habt ihr das Geld 100-mal herinnen. Dann habt ihr nämlich noch so einen kurzfristigen Knopf, da drückt ihr drauf und dann geht der Draht eben auch an und wird heiß. Und wenn ihr loslasst, dann ist es wieder kühl. Das funktioniert gigantisch. In diesem Sinne. Eine Funktion vielleicht noch, die auch sehr, sehr praktisch ist, wenn du es nochmal gerade hochstellst. Mhm. Genau. Man kann nämlich seitlich auch noch, also wenn du es jetzt nach oben und unten schiebst, also den Draht, den zieht man ja nach oben und drückt ihn dann wieder runter oder lässt ihn langsam runtergleiten, um es durchzuschneiden. Und da kann man Begrenzungen einbauen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir müssen eine Ecke mit 3 cm mal 2 cm einbauen. Genau, da habt ihr, komm mal so rüber, da habt ihr hier nochmal die Zentimeter wirklich. Ihr habt hier nochmal die Zentimeter, wo ihr dann einstellen könnt, auf der und der Höhe möchte ich jetzt, dass es nur bis hierhin schneidet. Und dann könnt ihr das genau auf dieses Feld einstellen, was natürlich gigantisch ist. Und dann könnt ihr nie weiter runter als eben das. Und ihr könnt hier auch nochmal, könnt ihr die Prozente einstellen, dass ihr sagt, ihr braucht zum Beispiel Abschnitte mit 10%, dann könnt ihr die auch wieder so rumschneiden. Das ist zwischen einem Profigerät und einem, stellen wir es nochmal kurz ein, und einem Anfängergerät oder einem Billiggerät, oder ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, ist ein riesengroßer Unterschied. Und besorgt euch auf jeden Fall auch einen Ersatzdraht mit dazu. Bei dem HWS Easy, da sind zwei Drähte bei uns mit dabei gewesen, was wirklich sinnvoll ist, weil man bleibt öfters mal dran hängen, weil man verhält sich. Und der wird schon auch ordentlich belastet durch die Situation. Ja, ja. Also wenn ihr jetzt da 100 Dinger durchschneidest, das ist echt ordentlich. Ansonsten selber über Isolation gibt es nicht viel zu wissen, außer isoliert deutlich mehr, als ihr denkt. Denn wir gehen jetzt da nochmal ein Stückchen zurück. Versuch mal da in deine Ecke da zu kommen, ohne umzufliegen dabei, was ja hier gar nicht so leicht ist. Nicht so leicht. Ja. Wir haben ja diese Tür hier an dem Stahlrahmen befestigt und haben es noch nicht zusätzlich isoliert. Also da ist es halt einfach wichtig, Aufbau, dass eben auch diese Träger hier, die in den Raum reinragen, weil das sind nämlich sogenannte Kältebrücken und da regnet dann das Tauwasser ab. Also ihr müsst versuchen, dass jeder Punkt in eurem, in eurem Haus überhalb von 13 Grad Celsius, was eben der Taupunkt ist, liegt. Und dafür ist am besten an sich so ein Thermomessgerät, also wo ihr eben seht, wo Schwachstellen sind im Haus. Unsere Tür zum Beispiel ist deutlich kälter als unsere Fenster. Das kannst du allein schon mit der Hand rausfinden. Wenn du jetzt hier drauf langst, da hast du minus 25 Grad und du bickst sogar fest mit dem Finger, was nicht wirklich gut tut. Nee. Sollte man an sich lassen. In diesem Sinne wünschen wir euch den gleichen Spaß, den auch wir beim Isolieren haben, und macht euch Mucke an, macht euch ein Hörbuch an, hört euch einen Comedian an, weil es wird dauern. Seid eine Gruppe, arbeitet miteinander, ansonsten gibt es eine Verzweiflung und dann rotzt man das schnell hin und genau dann erschafft man eben Kältebrücken und dann hat man den Schimmel im Haus. Das will kein Mensch. Verdammt ist das kalt. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, aber ich habe hier ein bisschen Schatten, aber das ist alles Eis. Ja, minus 25 Grad und es ist November. Der 16. November. Und wir haben noch nicht fertig isoliert. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das da drin aussieht? Das ist ein bisschen wie eine Tropfsteinhöhle, nur mit Eiszapfen. Das Ganze. Und wir haben was Krasses festgestellt, wo es schon relativ gut isoliert ist. Da fließt gerade hier das Wasser runter und wo es noch nicht gut isoliert ist, da steht das komplette Eis drauf. Andersrum. Wie nochmal? Andersrum. Der Franz wollte auch was dazu sagen. Ja, da wo es noch nicht gut isoliert ist, also wo wir Kältebrücken haben, da wird die Wärme von innen nach außen geleitet und schmilzt die Kristalle weg. Da wo wir gut isoliert haben, da ist das Eis. Das stimmt. Alter, verdammter Lachs. Da hast du recht.
Ja, vor allem hier finde ich es krass. Da merkst du richtig den Türrahmen, den wir noch nicht isoliert haben. Ja. Das ist ja echt mega Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Auch unten der Fußboden, der noch fehlt. Ja. Oh, mega krass. Ja, jetzt. Ja, das stimmt. Du siehst jeden einzelnen Träger von innen. Du siehst hier teilweise Das ist sogar, ja weiß nicht, Wahnsinn. da siehst du sogar, dass die Bolzen, also Ja, wirklich die diese einzelne einzelnen Schraube. Schweißbolzen. Ja. Man sieht wirklich diese einzelnen Schweißbolzen. Ich weiß, er tut die ganze Zeit die Lampe weg, dass ich Oh, im sorry. Dunkeln bin, aber ja, ich hoffe, es ist okay für euch, dass er ein komplett komischer Ausleuchter ist, weil er von allen Sachen selber so fasziniert ist, der Penner. Nee, kannst du einfach. Das ist immer eine Genauigkeit, aber weh, er muss einmal leuchten, dann guckt er nur auf sein Zeug. Du. Nee, alles echt Wahnsinn. Also, du siehst jeden einzelnen Schweißbolzen, den wir gesetzt haben, und auch von unten Wahnsinn. Irrsinnig. Ich finde es auch so krass bei unseren Fenstern, wie die zugefroren sind, weil die eben schon isolieren. Wahnsinn. Unsere Tür auch. Die ist ja so mega durchgefroren. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber du kannst hier komplettes Eis runterkratzen. Ein bisschen abartig. Außerdem habe ich die ganze Zeit diesen komischen Schatten im Gesicht. Ja, ich würde mal sagen, heftige Nummer. Ich gehe wieder rein und packe mir die Wärmflasche weiterhin auf meinen Rücken, weil den ersten Arbeiter hat es eindeutig zerlegt. In diesem Sinne sage ich zu euch, oh, ich habe mich festgehangen. Ciao.